Irgendwann ernst? Nee. Ja, dass wir aus dem Fenster hier was anderes machen müssen, ist klar. Wir können ja das Haus im Anschluss ein bisschen anpassen, dass. Ja. Ich weiß nicht, zum Beispiel irgendwie Ja, ein die Wand Kamin eins. hochgeht. Wir können einen Ja. Kamin ins Eck setzen. Ja. Bauen wir einen Kamin ins Eck. Fenster werden sowieso überbewertet. Braucht eh keiner. Genau, alles weg. So, bitte. Ja, wunderschön. Du baust viel besser Kamine als ich, das weiß ich. Alter. Sag mir meine weibliche Intuition. Ja, dann überleg dir mal, was man hier ins Eck packen kann. Ich fange aber lieber mit dem Lager an. Oh, Farblager. ja, weil das die absolute Noob-Aufgabe ist, deswegen. Ja, Weil ich genau. einfach vor allem ein bisschen, alles was ein bisschen Herausforderung ist, Angst vor. Ja. Ja, Deswegen so bist du auch so ein ungefähr. Bully. Weil eigentlich hast du Angst und deswegen musst du alle immer runter machen. Damit es nicht auffällt. Ja, jetzt kommt alles ans Licht. Wenn du meinst. Du wirst sehen, du wirst sehen, du wirst in den Kommentaren sehen. Jeder von uns wird antworten. Ah, endlich. Endlich mal quasi gesagt, was wir alle schon seit Jahren gedacht haben. Stimmt doch gar nicht. Ihr denkt nicht. Och. Du wirst sehen. Ja, Wintergarten. Mein Gott, wie was. Na Ach, schön, ich mach ist dein das hier komisches schön. Eck. Ja, gut. Ist aber echt schwer. Das ist die Frage, was machen wir hier hin? Ja, das siehst du mal. Das Eck hier ist aber auch nicht gerade einfach. Ja, aber du weißt wenigstens, dass es ein Kamin werden soll. Ja. Den mache ich hier mal. Mach du den Kamin und ich baue da irgendwas hin. Sollen wir wechseln? Ja, siehst Nee. du. Es ist Definitiv einfacher, nicht. sich irgendeinen Scheiß auszudenken, der da hinkommt, hin kann, als irgendwas, irgend so einen Kamin ins verhinderte Eck zu bauen. Ich weiß schon, wie das. Ja, weiß ich schon, ja. Ich mache hier mal dicht. So rein provisorisch. Ich mag Schränke, ja. Hast du was Dann gegen den bau einen Schrank? Schrank, verdammt. Nee. Alle haben es gehört, ich darf einen Schrank bauen. Aber nur wenn er gut aussieht. Kann ein Schrank schlecht aussehen? Ja, durchaus. Na schön. Wenn du ihn baust, ja, kann alles sein. Ach, halt doch die Klappe. Ja, jetzt werde ich mal zum Bulli. Ach, das heißt, du kannst nichts und deshalb machst du andere runter? Ja, genau. Und seitdem wir ja die neue Chest haben, ist auch. Hier neue Chest und ich fragen da. Weißt du es nicht? Ja. Guck mal, ich kann zwei Kisten nebeneinander setzen. Bin Imba. Ja, Redstone. Cool. Ja, sag ich auch, die neue Chest. Ja, neu, ey, die ist auch schon wieder, was weiß ich, einen Monat alt oder so. Ja, Monat. Wie alt bist du? 15. Ja, siehst, deutlich älter. Ja, und? Da ist ein Unterschied, Velas. Ein Unterschied. Ja, die Kiste kann man brauchen. Cool.
sicher, dass du Koppel nehmen willst? Du hast ja noch Ja. die Bricks. Na gut, Ja, dann aber sehen die sie sind aus. oben im Dach. Ja, stimmt. Das sieht dann komisch aus. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Aufnahmeserie Let's Build Inneneinrichtung. Wieder dabei ist der Maka. Hi. Und ja, letztes Mal kamst du in eine kleine Panne, heißt wir haben eingerichtet ohne wirklich aufzunehmen. Sind dementsprechend ein bisschen weiter als wir gezeigt haben, aber ich hoffe, ist jetzt nicht schlimm. Wir werden trotzdem weitermachen. Genau. Wenn es gleich im Chat so richtig abgeht, nicht wundern, weil wir haben Oh, noch einen einer. vollen, ja, noch einen. Wir haben einen vollen Server zurzeit, also es geht richtig ab bei uns. Freut uns natürlich, aber wir werden uns jetzt beim Let's Build in Einrichtung nicht stören lassen. Hoffe ich doch. Oder Maka? Ja. Was machen wir denn heute? Ja, ich weiß nicht, ich würde erstmal schauen, dass wir hier oben diese Schlitze noch zukriegen mit irgendwas. Da würde ich vielleicht irgendwie schauen, dass wir da nichts draufstellen, sondern mehr irgendwie eine Wand oder sowas in die Richtung machen. Wie wär's mit den Weinreben? Ja, da oben könnte man irgendwie irgendwas Grünes hinpacken. Das ist 30, 3, oder? Ich ja. weiß es nicht. Ja, kann gut sein. Passt das? Ja, ich find's okay. Warte, aber sollen wir dann vielleicht dazwischen? Buddy joined your Hallo, channel. Tschüss. Ah, du bist so Kackspast, echt mal. Na schön, ich werd's nicht rausschneiden. Lass es jetzt drin, damit alle wissen, dass Wally ein Napp ist. Willst du echt sowas Dickes hinmachen? Wie wär's mit dem hier? Ah, ja, wenn du jetzt das. Ja. Ich will nicht wissen, was du jetzt gerade gemacht hast. Geklatscht. Mein Gott. Verdammt, Mann. Oh, Mann. Ja, aber wenn du die Aufnahme. Ich hab nur geklatscht. Ey, also wenn du die Aufnahme nachher hörst, dann wirst du dich ebenfalls fragen. Oh Gott, in Zukunft lasse ich das. Wir kommen so auf dumme Gedanken. Ja. Ja, wie hier auf dem Tisch, Kronleuchter, ne? Und nicht Kerzenständer. Das war ziemlich fail letztes Mal, aber egal. Ja. Crafting ja, Tab. Sowas. Ja, das kommt doch gut. Dann, nimm die mal weg. Ja, hast du. Mach sowas. Ja, WLANs. Macht zwar keinen Sinn, aber. Jetzt dann, einen Braustand noch vielleicht obendrauf. Einfach so, weil wir. Nee. Weil wir Swag haben. Ja, genau. Etwas so. Ja, das passt doch. Ich finde, das geht vollkommen okay. Dann hier irgendwie dicht machen. Ja, aber nicht so. Ja, irgendwas anderes. Hab ich da als Vorschlag eine Mischung aus den hier. Und so, und dann kann man. Jetzt aber noch solche rein, oder? Ja, genau. Genau okay. Das hatte ich vor. Lass uns so. Sicher? Ja, okay. Nein, nicht sicher, aber egal. Warte, hier haben wir noch. Hier haben wir so das dahinter, was. Dann können wir hier eigentlich so Bücherregalen nochmal hinsetzen.